Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei ARK Extinction PlayStation 4. Und ja, es ist soweit. Zwar eine Woche Verspätung, aber wir haben es endlich geschafft. Die Konsolenspieler können endlich auf den neuen DLC, ja, wie soll ich sagen, aufsteigen, mitspielen oder können zumindest drauf spielen. Als allererstes eine kleine Anmerkung. Ab jetzt sind unten in der Videobeschreibung immer die neuesten Updates zu unseren Server-Einstellungen. Das heißt, ihr könnt diese Einstellungen herunterladen und auf eure Server einfügen, wenn ihr das zum Beispiel so haben wollt, wie wir das immer haben. Es wird natürlich bei jeder Einstellung pro Video immer geupdatet. Das heißt, ihr könnt es euch immer wieder runterladen und auf eure eigenen Nitrado-Server importieren. Das heißt, einfach bloß auf Web-Interface-Einstellungen allgemein und da könnt ihr auf Import klicken und unsere Einstellungen übernehmen. Das geht aber nur bei Nitrado-Servern. Übrigens, auch der Link zu Nitrado-Servern ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal reinklicken, falls ihr euch selber einen erstellen wollt. Wir gehen jetzt gleich mal über zur Party und mal gucken, was die anderen sagen. Bis gleich. So Leute, wo seid ihr? Hallo? Farm! Wir müssen es erstmal irgendwie halbwegs finden. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Habe ich auch einen gleichen Metallklumpen vor der Nase? Also muss vor sie in der Nähe sein. Oh, ist eine Note. Hast du da oberste Sanctuary Central? Ja, ist ein Schwein. Da steht einer. Da steht einer. Ja, hier. Lad. Ach, guck. Wie hässlich siehst denn du aus? Ich hab dem eingeladen. Ja, ich hab hier gerade die Note. Schicke Windel übrigens. Großen Scheiß. Ja, falls sich einige wundern, warum die Zwiebel nicht da ist, ich glaube, der hat Durchfall oder so. Du warst schon 6 Level gestiegen. Deswegen heute ohne die Zwiebel. Jetzt mal ein bisschen was lernen hier. Ohne Zwiebel. Und der Akanto, der ist zwar in der Party, aber ich glaube, der ist eingeschlafen. Der Pantomer. Oh Mann. Georg, bist du schon drauf? Ja. Wo bist du denn ungefähr? Da läuft einer rechts. Stopp. Wie viel sind wir denn gerade? Ja, ich bin's. Es ist 1 Uhr früh und da ist sogar was auf dem Server los. Ja. Achso, ich muss Fossi mal Recht erteilen. So. Fossi, den machen wir nicht aus dem Dings schmeißen, sondern zum Mitglied befördern. Admin? Schmeiß ihn raus. Ach, jetzt ist Fossi auch Admin. Ja, komm, egal. Fossi ist der Admin, er findet euch alle. Ich weiß bloß jetzt gar nicht, wo wir hinwollen. Wir brauchen einen Petri. Mhm. Nicht nur einen. Level up! Erstmal müssen wir uns alle finden. Ab. Oh, hier, Enforcer Level 1. Oh. Mal gucken, wie das jetzt alles abläuft. Hier ist Fowler Fossi. Korrupter. Wo? Da, Fowler Fossi. Aber das sind so Korrupte, die haben schon einen Bann drin. In was? Nee, er dachte, die Spinnen, der greift dich an. Lass so. Mal dran vorbei. Das erste, was gemacht werden muss, ist ein Dodo zähmen, ne? Das wisst ihr. Ja, Killer Dodo. So, schläft. Bin ja so scheiße. Das Level ist mir egal gerade. Ah, da hört er mal auf, hier so einen Krach zu machen, ihr Viecher. Fängt gut an hier. Hirsche, alles dabei. Was kommt, Dodo? Friss. Fossi, nicht farmen, die anderen suchen, komm. Ja, ich. Ey, ne Schuppen. Warte, wir haben gleich unsere erste Zähmung. Einen blauen Dodo. Falls es dann wieder heißt, oh, der zähmt nie was. So, wir haben Dodo und ich nenne ihn. Bist du da breit? Der breit. Aua! Ich nenne Rex. Megatherium. So, unser. Also die Megatheriums nicht angreifen, Jungs. Die Rotlauchten, die Spinnen. So, wo seid ihr denn? Ja, genau daneben gespawnt. Geil. Wo seid ihr, Mädels? Gestorben. Alter! Ach so. Ja, der tötet dich.
Der hat so einen Boost, der wenn er rot lacht, hat er Spinnen. Wenn jetzt gleich irgendwas stirbt, dann ist es unser Dodo. Ich will den jetzt nicht die ganze Zeit schleppen. Der macht das schon. Guck, da hinten kommt er. Aua! Hau ab, Dodo, verteidige mich. Komm, Angriff! Angriff! Angriff, Dodo! Scheiße, ich weiß nicht, wo ich bin hier. Ja. Guck, er macht. Er rockt das Ding. Er rockt das Ding. Ey, Dodo, hilf mir! Hilf mir, hilf mir! So. Von Spinne verfolgt. Erfolgreich abgehauen. Le. Wo seid ihr? Ja, ich prügel mich hier gerade mit so einer Ameise rum. Kassefliegen. Oh. Und ich auch. Ich glaube, ich habe den Dodo getötet. Ich habe den Dodo erschlagen. Das fängt gut an, ich klopfe auf die Ameise, Dodo in der Nähe. Klatsch, weg war er. So, jetzt müssen wir den Rest finden hier. Das kann doch nicht so schwer sein. Guck mal, Fossi, die alte Spürnase, ne? Der sucht nicht nur Metall, der sucht auch Menschen. Ich bin beim City Terminal oben. Oben. Wenn das was sagt. Oben. Ja. Ja. Nein, ich. Ah! Was? Da. Bald tot. Dildo kommt wieder. Der Dildo. Hau ab. Ja. Level 12. Big Ding. Hau ab. Bloß, wenn Akanto jetzt schläft, ne? Da können wir den nicht. Der schläft. Ich weiß nicht, in der Party ist er ja. Ja, das dann hat das Mikro aus und schläft. Ein Moshops. Irgendwo ein Stein oder so? Warte mal kurz. Dann rupp ich das Ding mal hier auseinander. Stein. Gib mir einen Stein. Wo bewegt ihr euch? Ich bin auf ungefähr 45. Gott, bleib das 55. Ja, das 45. So, mal schnell ein kleines Werkzeug erstellen. Gott. Tick, das sind wir auch alle. Auf der großen Ebene da. Ja, wir sind alle hart verstreut hier eigentlich. So. Erstmal. Oh, es lebt das Ding wieder. Kacke. Ich dachte, er ist hin. Stirb! Wenn ich den jetzt kaputt kriege. Ich hab eine Defense Unit gerade getötet. Okay, cool. Ja, hier diese großen Roboter. Kugeldinger. Ja, die Kugeldinger habe ich gerade eingetötet mit der Spitzpike. Das Dumme ist, dass die Stadt einfach so scheiß groß ist und du hier niemanden findest. Das ist geil. Bisschen hey, Flammen. Was ist das? Roboter. Ein bisschen later. Dann brauchen wir noch ein bisschen Fasern. Dann kann ich mir schon mal ein paar Klamotten machen. Weil das ist bockenwarm hier. Ja. So, Fossi hat bestimmt schon ein Gasbag und 5 Ankylos. Mhm. Und einen Quetz. Ja, klar. Ich glaube, wenn ich morgen wieder online komme, ne? Dann, da ist schon eine Plattform drauf. Da ist schon eine Plattformsattel drauf. Und die Ankylos hängt schon dran und dann eine Metallbasis. Scheiß Ameise. Ach. Ja, die Ameise, die hat mich von oben genervt, wo ich dann den Dodo erschlagen habe. Ich guck mal ungefähr. Wie kann man sich denn am besten orientieren? Ich guck mal auf die Karte. Also wir sind ungefähr fast 50-40. Okay. Ich 50-35 gestorben, sehen wir nach. Was? 50-40? Ja. Oder bin ich in der falschen Richtung gelaufen? Okay, dahin. Oh, Schlange! Ah, es kommt zu mir! Sack! Das ist ein Kicker hier, ey! Boah, jetzt bin ich eingepennt, ey. Penner. Enki Level 3. Oh. Halt, Finger weg. Hau ab, Schlange! Hau ab! Lass ihn! Ah, fuck. Ach, dann friss ihn! Friss ihn einfach! Level 7, ey.
Ich wollte dich retten. Also ich hatte gute Absichten. So, gleich werde ich auch einpennen. Muss irgendwo einpennen. Was wart ihr denn? Bei den Seen da unten, oder? Naja, wo hier diese große Kugel, diese Weltkugel da ist. Okay. Muss einfach oben bloß den ganz großen langen Weg geradeaus durchrennen. Was ist denn mit diesen großen Rollviechern hier? Greifen die einen an? Ja. Außer nee, wenn sie angegriffen wurden und so Blitze dran haben, dann kannst du dich hinten dran stellen und drauf kloppen, wie bescheuerter. Okay. Ist das Frosch? Oh Gott! Lang! Noch eine Schlange! Ich renne zum Kanu hin, bescheuert oder was? Sieht der mich nicht? Oh, meine Ausdauer ist alle! Ausdauer ist alle, Ausdauer ist alle, Ausdauer ist alle! So. Hier muss ja irgendwo etwas Kitscher-mäßiges sein. Na, Kano! Oh, da kommt der doch hier durch! So ein Arschloch! Alter, da boxt der durch die Wand! Alter, der ist doch vom Fisch gespuckt! Was ist das? Was guckst du auf? Was? Manuel weiß rot. Was? Manuel weiß rot? Ja, ist da am Rumhüpfen? Nein, du gehörst zu unserem Tribe, du gehst da nicht hin. Nee, nicht deswegen. Na, geht ja nicht. Ich hab PvE momentan. Max auch raus. Ja, das sind ja paar. Ich mach mir jetzt echt mal ein paar Speere, sonst wird das hier nichts. Ja, scheiß erstmal. Lernen die Dinger. Und Speere. Was denk, baue ich denn? Ich hab Sachen gerettet. Feuerstein. Du bist ein Engel. Ja, das sind jetzt meine Sachen. Ja, drei Bären. Aber so richtig, so richtiger Russe, ne? Genau. Das ist meine Sache. Meins. Na klar. Vorsicht, ich hab das erste Metall. Ja. Du hast bestimmt schon viel mehr, oder? Ich hab schon. Weiß ich nicht. Ich brauch Kisten. Ach. Die Tambora lebt nur da. Na, ich bin einfach da hinten gerade runterlaufen. Bin ich beim Tournament. Ja, ich bin nur bei der Kugel hier. Achso, ne? Warte, ich komm auch. Boah, wie geil sieht denn der Tappi da aus? Der rote. Boah. Ja, wo sind die anderen beiden Deadmeats? Also Metallfarmen? Wir sind am richtigen Ort und ihr seid wieder weg. Aber wir sind da völlig hart. Jetzt kommt noch ganz viel. Vor allem mit Wasser mit Blut. Ja. Oh. Ja, sicher. Jetzt dieser scheiß ich die. Jetzt klaut er mir schon. Oh. Das wirkt ich echt. Dachte, die hätten so wenig. Ich dachte, die hätten sie wenigstens weggelassen. Die hätten sie unbedingt. Die haben es alle, die haben es überlebt. Was fuchtest du denn hier rum? Er ist doch gar nicht mehr da. Ist Mims denn? Wo ist er? Weiß ich nicht. Okay. Er ist weg, der hat keinen Bock mehr gehabt. Er hat sich gedacht, auf das Niveau gehe ich nicht runter. Und ich sollte was essen. Ich esse mal ein bisschen rohes Fleisch, das tut gut für den Magen. Brauchen wir mal ein paar Steinchen. Kann man schön kacken. Kacken? Wofür ist er da? Oh, das war doch damals so eine Werbung, ne? Wo dann so eine Alte mit dem Typen da ins Bett steigt. Warte, ich gehe nur noch mal ganz kurz kacken. Ja. Oh. Und du sitzt da, oh, wie, was? Nein, hat sie jetzt nicht gesagt. Ich bin falsch. Oh, Holz. Einmal Holz. So, das. Olas. Machen wir mal ganz kurz einen Wasserschlauch, den ich mir lerne, und eine Knippel, wenn nicht schlecht. Oh, da kommt schon wieder so eine komische Mücke. Hau ab! Parasaurus-Sattel, ich muss noch ein Level aufsteigen. Kompass, Nippel. Ah, keine Punkte mehr. Ich hab schon verdammtes Stress, ich kann Narkosemittel machen. Ja! Reicht für ein Petri.
So, jetzt müssen wir noch die Jungs nach dem Ende war. Wir haben uns großteils nicht wegbewegt. So, ich bin jetzt dafür, dass wir uns erstmal hier so eine Starterhütte irgendwo hinklatschen. Ja. Hier gibt's Metall, hier kommt die Hütte hin. Warte, oder wir bauen so ein Ding da vorne ein. Es ist richtig dämlich hier zu bauen. Was? Ist halt cool. Weißt du? Wo genau seid ihr jetzt auf der Karte? Immer noch bei ungefähr 50-40. 50-40, okay, dann sind wir ein bisschen weit weg. So, Anfangsbehausung. Dann. Boah, Wände. Wir hätten noch ein bisschen was rauskloppen. Hier laufen noch Kackis rum die ganze Zeit. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so schnell dunkel. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier abgeht in der Nacht. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Großteils. Ja, drin glaub nicht. Weiter. Weil das sieht man nicht, ne? So, dann machen wir mal. Wie viel brauchen wir denn jetzt? Einmal das. Einmal das. Ja, verdurst du doch. Also, vier Wände hätte ich auch schon fertig. Ja, aber vier, fünf, sechs Wände haben wir jetzt insgesamt. Oh, dann ist. Und eine Tür habe ich auch. Tür habe ich auch schon mit. Innendings habe ich auch dran. Gott. Aber bloß bin hart überladen, aber ich habe Level up. Mach ich mal ins Gewicht rein. 40. Komm mal hier hoch. Rauf. Bett. Wasser. Ja, stimmt. Hier ist der Wasserfall. Ja. Wir brauchen noch 39 Leder, das heißt, wir müssen irgendwas töten. Wir müssen weiter. Wir müssen durch den Wasserfall aufstellen. Das ist ja mal perfekt. Oh. Halt. Strike. Warum willst du jetzt, Bären sammeln oder was? Level 1 gibt gut Leder. Ach so, willst du umbringen? Ich dachte zähmen. Ja. Nee. Man hört noch Musik. Ausreihabzähmt nicht. Wenn du so, das Ding in den Arsch kriegst, diesen Horn. Dann bist du gezähmt. Ich kann mich nicht schnell bewegen. Dick, hau ab. Ich bin da. Ah, der hat mich so weit weggeschubbt. Da kommen sie vorbei. Ich wollte mich gerade einmischen. Ein Glück. Habe ich nicht getan. Noch Stein hat er in den Taschen. Machen wir mal Steine und Stroh. Warte mal. Ey, Drohne, Drohne, mach kaputt, drei. Behindert? Was? Warte kurz, bevor du den angreifst. Ich bolanisiere ihn für dich. Kann man den bolan? Weiß ich, glaub ich nicht. Ach, schaut's aus. Nee, der hat bestimmt der hat ja vier Beine, das geht ja nicht. Hier labert schon wieder was, das Ding da hinten. Na komm, probieren wir es nochmal, oder? Take Fleisch. Mhm. Nimm mir. 60 Fleisch oder was? Nee, geht wirklich nicht. Nur. Schwaches. Ja. Mach die kaputt. Mach die kaputt. Au. Ja, da war das nicht auf der Line. Aua. Ohne Geschwindigkeit. Der hat wehgetan. Ah, leck ihn ab, das macht er mich tot. Dick. Jetzt macht er was, Dick. Oh, meine Ausdauer ist an. Ja, ja, ja. Jetzt macht er mich dann tot. Verdammt, meine Knochen sind gebrochen. Gleich haben wir's. Level 1. Völlig überfordert. Oh, ich hab ihn getötet. Oh. 4 Minuten war. Wow. Nice! Nimm sie auch. Nehmen wir mal. Hat er was Gutes bei? Wie viel Leben habe ich überhaupt noch? Oh, 27.
maßlos überladen wieder. Habt ihr schon Petri gefangen? Ja. Ja, der lief da rum, aber das war nur ein Level 4. Ach so. Naja, ohne Sattel macht das 4 aber noch wenig Sinn, ne? Naja, aber ich hatte ihn jetzt liegen, deswegen... Parasaurus ja, auch schon das, da? Na toll. Ey, das, was macht ihr? Das war ein Keulentest. Können wir Parasaurus haben schon? Ja, gleich. Den können wir. Ja. Ich hab ihn aber jetzt noch nicht gelernt. Ich guck mal. Parasaurus. Ne, fehlen mir 4 Punkte. Ja, Holz einmal reparieren. Echt geil, ja. Ja, unsere geile Strohbude, ne? Ja, ja. Oh Gott! Nicht Strohbude. Alter, erschreck mich doch nicht so! Warum willst du die Bude jetzt noch weiter ausbauen? Du wolltest verpissen, ja, irgendwann. Ja, das hat nichts wegwerfen, oder? Ja, vergrößern, unbedingt. Stein 65. Wir wollen doch nicht hierbleiben an dem Kackort. Wir wollen ja weiterziehen. Ich pack mal mein Gelumpe hier weg. Dann versuche ich mal so weit zu kommen wie möglich. Dafür brauchen wir aber noch eine Truhe. Oder ich pack mal den Scheiß einfach rüber. Der geht auch nicht. Machen wir nochmal eine Truhe. Ich bin 10 Meter Entfernung tot. Was? Gehst du 10 Meter entfernt, weiter weg, bam, tot. ich brauche noch mal ganz kurz ein bisschen Stroh, dass ich noch eine Truhe machen kann. Hier ist wieder kein Baum. Da hinten ist einer. Stroh hätte ich 189 bei. Gib mir. Randa, gib mir her. Lass Miranda. Miranda. Das war so ein Orangengesetz. Gesetz. Miranda Oh Gott. Oh Gott, was? Der startet 4 auf einmal vor mir. So. Lalalala, Truhe. Ich mach mal Fresse für uns. Schup. Zack. Oh, warte, was ist denn unwichtig hier? Was? Unwichtig. Nee, da laufe ich nicht weiter. Da leuchten die Viecher schon lila. Weg. Ach komm, der Rest ist egal. Auch wenn ich verrecke. Stimmt. Haben wir noch Leder übrig? Nee, ne? Ja, habe ich. Dass ich mir noch einen Schlafsack machen kann. Mal gucken, wie weit ich komme. 25 Leder. Hast du so viel? Ja. Komm, ich brauche großzügig mit dir. Gebt da gleich 47 mit. Versau's nicht. Meinst du, ob der das überlebt, wenn wir bis dahin wursteln? Noch wenn ich hole ihn 9. Hübsch. Oh, jetzt klauen die diese. Ey, diese Drecksvögel hätten sie doch echt mal weglassen können. Ja. Du magst sie doch. I love Drecksvögel. Wo bist du? ich kämpf gerade mit dem Agatavis hier. Scheiße, ich bin gleich tot. Das ist der erste Agatavis, den ich sehe, und der hängt an dir da dran. Ich bin tot. Ich bin tot. Komm schnell. Ah ja. Abklingt so, Bett. Okay. Happy Sterbing. Und ich hasse Libellen, die findest du nicht wieder, wenn du die mal abknallst. Gut, ich glaube, die Brille nicht auf, liegt an dem, aber die sind cheesy. Wo warst du? Gut, das Ziel, oh Gott. Also wenn ich dort lebend ankomme, versuche ich erstmal für mich ein kleines Bett aufzubauen, dann versuche ich für euch ein Bett aufzubauen, dann können wir uns alle rüberporten. Und den Scheiß, den wir jetzt eingefarmt haben, den kriegen wir eigentlich locker wieder so zusammen. Ja klar. Wo willst du denn hin? Zwischen die beiden Kuppeln. Okay. Aber böses Gebiet. Langer Weg. Nee, es geht. Da sind wir halt in einem Unterstand drin und da können wir uns einbauen. Ah, okay. Ich muss bloß mal gucken, wie ich hier lebend rüberkomme.
Tim, Titan. Was ist da, du? Kann man Frösche bohlen? Nee, ne? Ach, Pause läuft. Fische. Fische. Nein, Frösche. Frösche? Doch, kann man. Gott, okay. Wer hat das schon probiert? Warte, muss stehen. Los, los. Alter, wisst ihr, wie bockenlange das dauert, bis dahin zu laufen? Ich bin gerade mal auf Mitte der Karte. Ich glaube, der Parasaurus ist einfach zu langsam. Bossi, was hast du denn du gezähmt? Ey, das war schon Max-Level. Level 10 ist Max-Level, ja. Ja, was Höheres habe ich hier noch nicht gesehen. Ja, als Startergebiet ist eigentlich. Eigentlich. Oh, hier ist eine schöne Wiese. Was? Ach so. Tick. Ja. Ja, ja, ein Forster Level 3, muss probieren. Ich glaube, ich habe die Bockwurst gefunden. Ja, Sian. Guck mal ganz kurz, wer das hier ist. Terrorwurst. Ey, als ob ich es gewusst hätte, ne? Ich brauche, egal wo ich hinlaufe, aber wirklich scheißegal, wo ich langlaufe, das Erste, was ich sehe, ist immer was, was die Wurst gebaut hat. Oder ich finde sie selber immer gleich. Die ist ja mal nicht weit weg. Da rennt sie hinten, siehst du? Hast du vier in der Tasche? Was? Hast du vier in der Tasche? Ich glaub, die Wurst denkt, dass schon auf PvP ist hier. Glaubst du nicht schon mal, ja? Ja, das ist die Wurst. Also ich verstehe das immer nicht. Das ist immer die erste Person, die ich finde. Die kann sich noch so verstecken, egal wo. Scheißegal, ich find die immer. Mhm. Eben hat sie mit der Spitzhacke deicht, da hat mir gedroht. Hat sich mit bösen Fingern gewunken und so. Okay. Was ist das da vorne? Spinnen. Oh oh, hier sind Kringel. Nein! Hau ab! Hau ab! Ah, fuck. Ich glaub, das Vieh wird gleich sterben. Nein. Ja. Hot Dog. Ja, da waren zwei Spinnen. Und zwei Sarkos. Ah, jetzt werde ich auch noch von Meganeura angegriffen. Was die immer von mir wollen, das darf ich sowieso nicht. Hier fliegen Krokodile rum. Ah ne, was bist denn du? Hä? Was ist denn hier los? Hier fallen über die Viecher runter, Familie. Was? Hier regnet es Viecher. Hier war eben so ein Riesensalamander da runtergefallen oder was anderes. Oh nein, ich höre Kanus. Das ist aber weit genug entfernt. Hallo. Seid doch mal alle nett zu mir. Du bist eine Müllkröte. Und. Scheiße, Skorpione? Scheiße. Ich renne natürlich weiter, ich Depp. Wo ich fast keine Ausdauer mehr habe. Polstrad. Wahnsinnig. Nice. Du bist ein richtiger Schwergewichthebler. Heber. Ja. Hebler. Okay, da oben muss ich hin. Da hinten. Da sind wieder ein Haufen Vieh, die in den Sack gehen.
So, Essen habe ich ein Stück mitgenommen. So, intelligent wäre es natürlich, wenn ich jetzt schon irgendwo den Sack hinpacke, ne? Auf halbem Weg. Hm, ja. Guck mal nach vorne. Muss ja nur noch da hinten hochlaufen. Aber wir wetten, da sind wieder zig Millionen Kanus und sowas alles. Millionen? Egal, einer reicht. Ja, einer reicht. Einer reicht eigentlich schon so abzufacken, dass du keinen Bock mehr auf das Spiel hast. Da kommt ein Gersberg angeflogen. Hallo! Gersberg! Bring mit! Hallo! Womit zähl mich die überhaupt? Was nicht? Der sieht ganz nett aus. Gersberg sind Bären. Ja, die muss ich erst betäuben, oder? Mhm. Ja, die, die Viecher fliegen ja los, wenn du da drauf klopfst. Hm. Ja, aber brauchen glaube ich nicht viel. Muss zuerst ein Low nehmen. Und damit Narkose-Pfeile oder so. Und dann Bären rein. Weißt du, wie hoch die fliegen? Wenn du einen Narkose-Pfeil schießt, dann da fliegen die ins Unendliche. Und noch viel, viel weiter. Hm. Kann gut sein. Irgendwo. Wo er festpackt oder irgendwie. Hm. Dachte gesagt, hat's gemacht. Ich weiß. Aber so, den kriegen wir schon. Aber so ein 2, 3, 4er Level braucht 5 Schüsse mehr nicht. Weiß ich, Food-Konsum in Wasteland ist ja erhöht, ne? Wie es da stand. Also das heißt, weil das Pfeil nach oben, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mehr verbraucht oder weniger verbraucht. Das irritiert mich. Und da ist ein Rex, na toll! Perfekt. Das weiß ich nicht, wegen Food-Verbrauch. Da ist noch ein Gasbag. Komm ich nicht drüber, ein Zufall. Nein, ich bin. Gut. Oh nein, da hinten rennen Raptoren rum. Und Terror-Petris. Komm ich denn da jetzt dran vorbei? Ich bin fast da, das ist das Problem. Jetzt schreit mich hier noch Rex an. Ja, ich bin überlebt. Hört sich toll an, die Gegend, wo du anfangen willst. Nee, ich bin ja noch im Tal. Ich muss aber da hinten hoch. Kurz bisschen aus der anderen. Oh, da unten ist ein Bronto. Okay. Gut, die sind gerade beschäftigt, die beiden Petris. Komm ich da rüber? Ohne dass mich hier gleich alles angreifen will. Schon stehen. Ja, ja. So, ich glaube, mein Test wird misslingen, da meine Ausdauer alle ist gleich und ich werde von Hunderten von Viechern verfolgt. Mhm. Ein Stück höher, Stück höher, Stück höher, Stück höher. Nein. Das würde nix, das wird nix. Nein. Oder doch? Ich bin fast da. Okay. Ja. Ich habe noch 2 Stegos vor mir. Und ein Glück kein Terror-Petri. Ich habe bloß einen Fehler begangen. Ich habe kein Leder mitgenommen, um oben ein Bett zu bauen. Das ist scheiße.
Ist das halt ein Tüler? Ja, nein, sag sowas nicht. Doch, ein Tüler ist hinten. Geil, sind wir Tülers? Ja. Oh. Okay. Trotzdem macht Nachtschicht. Sieht zumindest so aus. Ich weiß nicht, ob es wirklich einer ist, aber es sah so grün-rot aus. Hast gar kein Leder dabei, null. Nee, nee. Für einen Schlafsack. Gar nichts. Okay. Ich muss mich hier sozusagen komplett nochmal selbst aufbauen hinten. Aber ich bin gleich da. Mhm. Einzige, was hier ist, du hast anscheinend ein riesengroßes Fressproblem. Du musst hier fressen wie Bescheuerte. Weiß hier aber auch. Wie hier das Wasser. Ja, Wasser. Ist allgemein sehr schwer gemacht. Ne? Standort einstellen. Also lassen. Oder das war ein das Bär vom Weiten. Kein Tüler. Nee, das Gebiet hier soll. Das Gebiet hier ist sehr wasserlastig. Du musst da echt viel trinken. Mhm. Gut, habt ihr überall, oder? So, du bist normaler Petri. Kretin. So, ich bin angekommen. Ja, ob du es schaffst, ein Bett dahin zu bauen, ist eine andere Sache. Das ist die andere Sache. Muss mal gucken, vielleicht haben wir hier um die Ecke irgendwelches Kleinviehzeug. Dodos oder so Mist. Das glaube ich nicht. Ja, aber Kompis, sag ich schon. Dildos müssen da rumlaufen ohne Ende. Nö, da draußen waren nur Bären. Also Wasser haben wir gleich nebenan, das ist schon mal ganz gut. Also an dem Ding dran. Mhm. Komm jetzt, Junge, komm her. Bis da erschöpft, immer. Ich guck mal, was da hinten ist. Also ich sehe jetzt, ich habe jetzt beide Obis, links einen und rechts einen. Also werden dann genau dazwischen irgendwo. Ah, da liegt ein totes Tier. Gib mir der Leder. Komm, bevor der Rex sich umdreht. Mist, nur 18 Leder rausbekommen. Da ist noch ein Gasbag. Ich glaube, der Rex, der wird mich fisten, wenn er jetzt mitkriegt, dass ich hier stehe. Er dreht. Verpiss mich. Da groß erst, dann kriegst du jetzt gar nicht mehr so viele EP. Scheiße. Das wird jetzt übel hier mit dem Zeug farmen für den Anfang alleine. Leider, einzig das Bett und wir sind da. Gut, Petri, mit Level 4 kriegt nichts gebacken. Kannst du absetzen. Aber der Ort ist geil, wo ich hier eigentlich bin. Ich weiß bloß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil du musst hier ununterbrochen fressen, musst du hier. Komisch. Jede Ecke ist auch verschieden. Ja, ja. Ja, Wasser, da ist ne. Steht dann da. Ja. Ja, also Essenskonsum ist hier draußen auf jeden Fall erhöht. Wasser hätten wir aber hier. Und ich meine, mein Essen zu kommen ist ja, denke ich mal, nicht so schwer, oder? Nee. Oder, aber ja, man hat eine geile Aussicht hier. Das ist schon mal cool. Und halt ein paar Punkte halt mal auf Essen ausnahmsweise. Macht zwar nicht mehr gern, aber. So, Freunde, das war's für diese Folge. Ich weiß, war viel gekartet drin. Das liegt aber auch daran, weil wir 2 Stunden spielen. Ich wollte eine Folge draus machen. Morgen geht's natürlich weiter. Wenn es dir gefallen hat, lass mal ein Like da, würde mich freuen. Bis morgen oder in den Kommentaren. Haust rein, mach's gut. Ciao.